Wenn ich mit meinem Zauberstab irgendwas hier... Scheiße. Kann ich hier vielleicht aus dem Magierturm das Seil irgendwie runterlassen? Ich glaube es ja nicht. Seil! Nee, geht nicht. Oh Mann! Das regt mich schon wieder auf hier. Wenn ich den Herrn Schildträger einfach hier erwürgt mit dem Ding? Ich mag Herrn Schildträger nicht, sondern... Ja, ich mag ihn auch nicht. Hallo Ivo! Hast du schon einen Weg gefunden, wie du mich in die obere Stadt bringen kannst? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Hm. Hallo. Hast du schon ein... Noch nicht. Hm. Ein bunter Vogel. Tja. Wie kriegen wir Ivo in die Stadt? Ich habe hier in der Stadt... War das wütend. Brauche einen Zaubertrank. Können wir noch mal was mein brauchen? Mein Stärkungselixier ist in der Fiole und einen weiteren Trank muss ich... Okay. Also hier ist auch gar nichts. Haben wir hier noch mal irgendwen? Nein. Hier. Sieht auch nicht so aus. Mensch. Der König der... Und du kannst sie ja trotzdem betreten. Wo ist das Problem, Junge? Herr Schildträger, guck mal da, eine Ablenkung. Ich habe das Gefühl, ich hänge hier schon wieder irgendwo. Betrachte den Magierturm. Haben wir, glaube ich, noch nicht betrachtet, den guten. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Ja, es ist der Wahnsinn. Wie man wohl auf die Inseln kommt. Vielleicht können sich einige Magier teleportieren. Oder sie können richtig gut klettern. Ich glaube, die können gut klettern. Wie so ein paar Affen. Ich hieße Affen. Bibliothekare und so, ne? Sind ja auch alles Affen. Nö. Weiß man ja. Soll Grundwissen. Betrachte die Planke. Unter der Planke geht's ein gutes Stück abwärts. Ich würde mich da nicht draufstellen. Aha. Ich kann mit der Planke nichts anstellen, solange die Kopfgeldjägerin auf ihr steht. Ich kann sie nicht verzaubern, die Planke. Entschuldigen Sie, Frau Kopfgeldjägerin. Das geht nicht. Ich kann mit der Planke nicht... Ich weiß nicht, was ich... Ich rede lieber nicht. Okay. Avada Kedavra! Das muss klappen. Das ist mein bester Zauber. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Wann habe ich schon mal eine Planke gefunden, mit der ich bestimmt was machen muss? Ein Transportballen. Kann ich den irgendwie auf die Planke schieben? Das geht nicht. Entschuldigung, könnten Sie die Kopfgeldjägerin vielleicht mal ablenken? Meister Nate. Wäre voll Dufte und so. Scheiße, sieht nicht so aus. Kannst du von hier unten eine Planke verschieben? Hallo Ivo! Hast du schon... Noch nicht. Hm. Tja, ich muss gerade gestehen, ich bin ein wenig ideenlos. Mal wieder. Weil Ivo kann mir jetzt nicht wirklich helfen. Ein bunter Vogel. Ja, das kann schon sein. Oh, hier ist noch ein Balken. Der Balken trägt dieses kleine Dach. Er sieht sehr stabil aus. Der Balken trägt... Okay. Gute Idee.
Ah. Kann ich doch Ivo hochlassen, hochziehen. Alter. Wie so ein Ninja. Hm. Das Versprechen hast du schon mal gehalten. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht, wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Gib mir mal das Buch. Hallo, Ivo. Moin. Was gibt's? Lass uns mal ins Buch der Gremlins schauen. Irgendwo das. Da muss es einen Hinweis auf die Insel Sordia geben. Also schön. Was haben wir hier? Eine Geschichte über einen Zauberer und sein Schaf? Oh, eine Zauberergeschichte? Mit Bildern? Die Geschichte ist nichts für dich, glaub mir. Hier ist der Reisebericht eines Feenforschers. Daran beschreibt er, wie er auf eine Insel gekommen ist. Er hat Tempelruinen gezeichnet. Und der Professor glaubt, dass das Artefakt in diesem Tempel ist, auf der Insel Sordia. Exakt. Der Feenforscher hat seinen Weg genau beschrieben. Gestartet ist er in einer Stadt namens Kunpak. Nie davon gehört. Ich auch nicht, aber wir müssen sie finden. Wie wäre es, wenn du hier mal übernimmst? Ich muss kurz nachdenken. Übernimmst du hier mal? Klar. Ah ja, und sie kann jetzt also praktisch nochmal das Zeug ein bisschen anders erforschen. Einige Papiere, magische Gerätschaften und Krempel? Krempel! Und da ist eine Landkarte. Also schön, Kunpak. Ich werde dich schon finden. Später. Ist es inzwischen Nacht geworden? Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kunpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kunpak früher hieß. Exakt. Ja, das ist ja gar nicht mal so schwer. Das ist das Buch des Gremlins, das ich aus seinem Geheimkeller geholt habe. In ihm ist beschrieben, wie man zur Insel Sordia kommt. Das ist eine schwebende Blume. Das ist ein Sumpfkräucher, eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. Ja. Oh, da oben sind Papiere auf dem Schrank. Aber sie ist größer als er, deswegen kann sie ja da dort oben... Dort liegen Papiere. Einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Ja, dann nehmen wir die mal mit. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet, vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Ja, schauen wir mal ins aufgeschlagene Buch. Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Ich kann sie nicht lesen. Diese misstrauischen Magier haben sie mit magischer Tinte geschrieben. Tja, das ist natürlich schlecht.
Schauen wir mal, Schätzelein. Was kannst du denn hier machen? Teile moderner Flugschiffe werden aus Metall gebaut. Auf das Metallgerüst wirken enorme Kräfte. Teile moderner... Okay. Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Okay. Ja, moin. Hallo, Mensch. Hallo, meine Liebste. Das geht. Warum hat man euch gefangen genommen? Was wird euch vorgeworfen? Das wüsste ich auch gern. Ich bin ein harmloser Abenteurer. Genau. Es ist nur ein dummer Zufall, dass deine meisten Abenteuer illegal sind, richtig? Wenn ihr in illegale Aktivitäten verstrickt seid, solltet ihr bestraft werden. Wird er ja nun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand verdient hat, was mich nun erwartet. Nanu, verlierst du im Angesicht der Folter etwa doch deine große Klappe? Ich finde einfach nur, niemand hat es verdient, 3 Tage alleine mit dir auf einem Flugschiff zu sein. Das ist alles. Mir reicht's. Gehabt euch wohl. Du kommst wieder. Sie alle kommen wieder. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Ich muss mir den Menschen für einige Tage ausleihen. Ich brauche den Menschen für einige Tage. Leihst du ihn mir? Nein, ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Dann werde ich ihn mir nehmen. Wenn du an mir vorbeikommst. Miau. Klappe, Nate. Wo ist eine Schlammgrube, wenn man sie braucht? Glaubst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen Mazas? Wer da, was ist ein Mazas? Mazas? Ist das ein 2 Meter großer Schwertmeister, den du im Laderaum versteckt hast? Ich bin Mazas. Also, dann sehe ich nicht, wo das Problem liegt. Heirate mich, liebste Elfe. Ich will diesen Menschen und noch vor Sonnenuntergang werde ich ihn haben. Mir klingeln die Ohren. Da bin ich mal gespannt, wie du das anstellen willst, Elfe. Auf bald, Ork. Hoffentlich nicht. Ich hab voll den guten Plan. Gib mir das Stärkungselixier. Hier, Ivo, ein Stärkungselixier. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Das ist genau das, was ihr jetzt braucht. Der Gnom sagt, das ist ein Stärkungselixier. Mag schon sein. Ja komm, dann machen wir unseren Wettkampf mit ihr. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Wie wäre es mit einem Wettkampf? Elfe gegen Ork. Ein Klassiker. Sofern es nicht darum geht, wer von uns beiden besser an einem Tümpel die Sterne anheulen kann, dürfte das Ergebnis feststehen. Ja, außer es geht um die Zahnpflege, Allgemeinbildung oder Hüftspeck natürlich. Klappe, Nate! Also, was schlägst du vor? Balletttanz, Armdrücken oder einen Wettlauf. Wie wär's mit Armdrücken? Du meinst, du wärst stark. Wie wäre es also mit Armdrücken? Du scherzt wohl. Eine Elfe will eine Orkkriegerin im Armdrücken schlagen? Aber natürlich. Nie! Also lässt es darauf ankommen? Klar, warum nicht? Komm her! Okay. Jetzt geht's ab hier. Okay, Mädchen. Es geht los, habe ich gesagt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Wollen wir uns warm machen? So, ich bin locker. Fangen wir an? Oh, das sah schmerzhaft aus. Ja, warum hast du das Stärkungselixier nicht eingeschmissen? Was ist? Keine Lust mehr? Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Okay, ist nirgends zu sehen. Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Finden wir es raus. Hey, ich habe Anabolika gekriegt. Hallo, Ork. Was willst du, Jetzt geht's Elfe? Los. Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt.
Ich mach dich platt! Das werden wir sehen. Dieses Mal mache ich ernst. Klar. Ich werde trainieren. Ich habe hier, wie Rocky bin ich, eine Treppe hoch und runter gerannt. Geht's schon los? Okay, kann ich jetzt hier irgendwas mit dem Seil machen? Oh. Hey. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Nein. Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Ach so, während die beiden... Dann muss ich da irgendwas mit der Planke machen, oder?